Hi Leute, ich bin Sammy, willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video erwartet euch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ein Video, was ich zuvor noch nicht gemacht habe und erstmal nicht machen wollte, auch wenn es schon eine lange Zeit auf meinem Videoplan stand. Es geht nämlich um Fingernagelkauen und Fingernägelkauen und wie man damit aufhört und wie ich damit aufgehört habe. Ich weiß, viele werden sich jetzt sagen, oh mein Gott, du hast irgendwie Fingernägel gekaut. Und ja, es ist etwas, wofür ich mich in meiner Vergangenheit so gesehen schäme. Deswegen habe ich mich irgendwie nicht getraut, es euch zu sagen und euch darüber zu erzählen, was ich alles durchmachen musste wegen dem Stress, der damit verbunden war. Oh mein Gott. Aber zuallererst möchte ich von euch wissen, kaut ihr euch an den Nägeln oder nicht? Oder habt ihr euch jemals irgendwie dabei erwischt, an den Nägeln zu kauen? Lasst mich mal wissen. Ich bin gespannt, wie viele das betrifft. Und ich hoffe, am Ende des Videos kann jemand von euch motiviert genug sagen, ich höre mit dem Fingernagelkauen auf und dieses Video wird helfen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich denke, wir legen gleich mal los. Es geht damit los, dass ich damals zur Schulzeit, das wisst ihr hoffentlich, wenn nicht, dann verlinke ich euch ein paar meiner Videos, die ich gedreht habe über mich und meine Persönlichkeitsentwicklung, in der weiteren Information. Aber ich war leider ein Mobbingopfer. Und es war damals nicht so eine gute Zeit. Ich hatte damals super viel Stress und Stress und Angst und ich weiß nicht, all diese Dinge, die mit Mobbing einfach verbunden sind, und dadurch habe ich mir immer eine Nägel gekauft. Und ich sag euch, es war keine schöne Zeit, weil mein Selbstbewusstsein hat damals schon gelitten und durch das Nagelkauen und wie meine Hände und Nägel am Ende aussahen, wurde nicht gerade großartig mein Selbstbewusstsein gestärkt. So viel aber erstmal dazu, wie ich überhaupt zum Fingernagelkauen gekommen bin. Mobbing war einfach damit verbunden, dass ich Angst hatte vor Mobbing jeden Tag. Ich hatte dadurch Stress. Und ja, das ist einfach das Wichtige, dass ihr euch erstmal verinnerlicht, wann und wieso ihr das macht. Und für mich war es einfach klar. Dadurch ist natürlich auch eine Gewohnheit entstanden. Und ich habe angefangen, egal wann ich irgendwann mal Zeit hatte oder mal zu Hause war, wo ich eigentlich meine Ruhe wirklich hatte, in der Langeweile einfach an den Fingernägeln zu kauen. Und wenn ich euch sage, meine Fingernägel, wenn ihr sie echt damals aneinander gereiht hättet, die sahen aus wie das Erzgebirge. Wirklich wie Berge, die einfach so, ja, mal ein Tal runter und dann hier mal eine Anhöhe. Es war allen Ernstes nicht schön. Meine Fingernägel und meine Nagelhaut hat sich entzündet. Ich musste zum Arzt gehen und zwar alles andere als schön. Ihr müsst euch gar nicht vorstellen, es war einfach so, dass ich teilweise mich geschämt habe, wenn Leute auf meine Hände geschaut haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe sofort zusammengezuckt, weil ich gesagt habe, ich will nicht, dass es gesehen wird. Ich habe teilweise auch Menschen, als ich meine Hand gegeben habe, meine Hand so gegeben, dass sie teilweise dachten, meine Fingerkuppen fehlen. Also gebt euch das jetzt erstmal. Das ist so gesehen erstmal meine Geschichte. Macht euch aber im ersten Schritt klar, wieso und wann ihr das macht, damit ihr den ersten Stein legt, um das Fundament des Nicht-Nagelkauens aufzubauen. Zweiter Schritt, wie ich damit aufgehört habe, ist, ich habe mir erstmal die Vorteile in meinen Kopf gesetzt, was ich davon habe, wenn ich damit aufhöre. Zum einen ist es natürlich, dass es optisch und rein visuell einfach viel, viel schöner aussieht, wenn ihr gepflegte Hände habt, weil gepflegte Hände sind sowohl bei Männern als auch bei Frauen super wichtig, auch im Berufsalltag. Menschen achten einfach auf eure Hände und Handpflege. Generell zählt das gesamte Auftreten, aber Hände, wie man so schön sagt, sind Teil unserer Identität und das sind so gesehen unsere ID. Ich habe mir gedacht, so, ich muss gepflegte Hände haben, weil es kommt zum einen schlecht bei Frauen an, wenn man als Junge abgefatzte und entzündete Finger hat und das sieht alles andere als schön aus, aber genauso möchte man auch als Junge ein Mädchen und eine Frau mit gepflegten Fingernägeln. Also ich glaube, das ist von beider Seiten gewünscht, generell gepflegte Hände zu haben. Macht euch erstmal die Vorteile klar, die damit verbunden sind, wenn ihr mit dem Fingernagelkauen aufhört. Nicht mehr die Hände so einschränken zu müssen, sondern einfach richtig wie jeder andere die Hand geben können und keine Angst haben zu müssen, dass Leute auf eure Hände schauen. So viel aber erstmal zu den Dingen, die ihr euch im Kopf klar machen müsst. Genau, im Kopf, I see you. Und dann habe ich so gesehen den ersten Schritt gemacht, damals als ich aufhören wollte. Und das war auch der Schritt zum Erfolg. Viele werden sich bestimmt fragen, Sammy, hast du nicht irgendein Produkt, was du uns empfehlen kannst? Und dazu muss ich euch leider sagen, ich war beim Arzt und das Einzige, was der Arzt für mich getan hat, ist wirklich Produkte, um die Entzündungen an meiner Nagelhaut zu hemmen, zu verschreiben. Aber ja, ich hatte gerade einen leichten Hänger. Jegliche Produkte, sei es Produkte, die wirklich bestimmte Stoffe beinhaltet haben, die dich davon abbringen sollen, dein Mund da und überhaupt deine Zähne daran zu halten, haben bei mir nicht gewirkt. Also bei mir war es wirklich so, ich will nicht sagen Sucht, das ist peinlich. Ich habe wirklich diese Medikamente und die Produkte abgelutscht.
einfach damit ich zu meiner Befriedigung komme, die in dem Fall das Fingernagelkauen war. Das einzige Produkt, was mir geholfen hat, ich habe eine andere Beschäftigung für meine Hände gesucht. Und bei mir war es dann einfach das Klicken auf einen Kugelschreiber, sodass es teilweise die Menschen angekotzt hat. Ich habe teilweise auch dann die Feder einfach rausgenommen vom Kugelschreiber, um einfach die ganze Zeit etwas in der Hand zu haben. Ich habe teilweise auch einfach irgendwelche, ich weiß es gar nicht, kennt ihr diese Gummibälle? Und nicht diese Massagebälle, sondern diese flubby, flurby, weichen Teile, wo man einfach die ganze Zeit drauf drückt. Und das habe ich wirklich durchgängig gemacht, einfach damit ich meine Hände anders beschäftige. Ihr könnt eure Hände natürlich anders beschäftigen, aber über die Dinge wollen wir nicht reden. Dann würde ich euch empfehlen, definitiv eine Maniküre zu machen. Einfach aus dem Grund, und viele werden sich jetzt denken, Maniküre, oh mein Gott, ich als Junge mache doch keine Maniküre. Nein, ich erkläre euch kurz eine Maniküre, damit es nicht heißt, Sammy, warum sollte man zur Maniküre gehen? Erklärung. Ihr geht zu einer Maniküre, das ist ein Studio, ihr zahlt dafür Geld, ca. 10 oder 15 Euro. Und was sie tun, sie weichen erstmal eure Nagelhaut auf, sie schieben eure Nagelhaut nach hinten, die wahrscheinlich sonst auch abfetzen würde und unschön aussieht, sich entzünden kann. Dann schneiden sie eure Nägel, sie feilen eure Nägel in eine schöne Form und polieren sie wahrscheinlich. Und dann seid ihr fertig. Bei Frauen ist es natürlich so, dass dann weitere Schritte dazu kommen: Nagelhärte, Nagellack, Topcoat, Basecoat, yadiyadiyada. Deswegen, ich empfehle euch, zahlt, investiert Geld. Das hat alles wieder was mit dem Kopf zu tun und eurer Denkweise übers Nagelkauen und über eure Gewohnheit. Wenn ihr Geld investiert in eine Sache, sagt euch euer Kopf, hey, ich habe Geld investiert. Ich werde garantiert nicht weiter daran rumkauen, damit sie nochmal schlecht aussehen, damit ich wieder das Geld investieren kann. Weil nämlich der menschliche Kopf immer so denkt, wenn Geld investiert wird und Geld investiert wird in eure Pflege, sagt ihr euch, ich werde nichts tun, was das unnötig noch schlecht machen könnte, dass die Investition umsonst war. Deswegen, oder ihr habt vielleicht auch eine Schwester oder eine Mutter, die sich damit auskennt, die euch helfen kann und euch sagen kann, wie ihr es zurechtfaltet, dass es einfach schön aussieht. Weil es ist einfach so, am Ende des Tages, ein beschmutztes Papier ist leichter zu beschmutzen als ein sauberes Papier. Sprichwort des Tages von Sammy Slimani. Mein Mund ist abgetrocknet von vielen Reden. Als letzten Schritt, den ich euch geben kann, ist es einfach zu sagen, hey Leute, nehmt die Leute aus eurem Umfeld, nehmt eure Freunde oder wahrscheinlich auch die Kommentarbox, wo ihr schreibt, hey, ich beiße mir die Nägel, ich kaue mir an den Nägeln rum und ich mache das und das und meine Hände sehen nicht schön aus, aber dieses Video hat mir geholfen, jetzt mal einen Punkt setzen zu wollen. Und glaubt mir, sobald andere Menschen mit einbezogen worden sind und sobald ihr anderen Leuten davon erzählt, ist es gleichzeitig in eurem Kopf und es ist, wie gesagt, Fingernagelkauen ist sowas von der Kopfsache. Das ist mir erst mit der Zeit bewusst geworden. Wirklich euch, ja, das motiviert euch, wenn andere Leute es wissen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe Fingernägel gekauft, bevor ich auf YouTube angefangen habe und ich habe mir gedacht, Sammy, willst du allen Ernstes, dass Menschen deine abgeäfften Nägel sehen? Und das war so eine Art Ansporn für mich, damit aufzuhören. Und es hat dann wirklich gefunkt. Wirklich? Es hat dann wirklich funktioniert. Gefunzt, wollte ich gerade sagen. Aber nehmt euch Menschen um euch herum und sagt denen, hey Leute, schaut meine Nägel an, sehen zwar scheiße aus, aber wisst ihr was, ich höre jetzt auf damit und meine Nägel werden schön. Klingt vielleicht komisch, aber es motiviert unheimlich. Und vielleicht wollt ihr es mir einfach als Kommentar schreiben oder als Videoantwort und wir nehmen das so als Herausforderung aufzuhören, weil ich kann euch nur sagen, ich weiß, wie scheiße es ist, wenn man echt das nicht aufhalten kann und immer weiter kaut und wirklich die Nägel in einen Stand gelangen, wo es einfach nicht mehr schön ist, wo ihr selber die Nägel nicht mehr anschauen könnt. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es waren einige hilfreiche Tipps für euch dabei, weil wirklich, sie kommt von jemandem, der Erzgebirge Fingernägel hatte und mittlerweile wirklich gepflegte Fingernägel hat. Und das sind alles Dinge, die ich mir verinnerlicht habe, damit aufzuhören. Ich denke, dem einen oder anderen da draußen wird damit geholfen sein. Und ja, ich freue mich schon auf alle eure Kommentare. Vergesst nicht, dem Video einen riesigen Daumen nach oben zu geben. Es zeigt mir, dass ihr diese Videos super findet, mich unterstützt und es hilft mir eine Menge. Also vergesst es nicht und vergesst nicht, den Kanal für weitere Videos zu abonnieren, das letzte Video hier anzuschauen und mir auf Twitter, Facebook und Instagram zu folgen. Alles verlinkt unten. Tschüss!